Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Emergency 4. Wir sind in der Gelsenkirchen-Mod 2021 unterwegs. Ja, was ist hier? Wir haben einen Einsatz. Feuer brennt Material und gleichzeitig noch BMA mit ausgelöst. Reden wir gar nicht lange drum herum. Direkt Löschzug. Wache 2. Ihr kommt mal von hier unten bitte. Eine Streife zur Sperrung. Schon unterwegs. Dann können wir noch eine zweite direkt nehmen. Wir brauchen ja ein paar mehr. Ja, ich habe natürlich noch ein bisschen weiter gearbeitet. Leider sind noch nicht alle Fahrzeugkennungen hier unten wieder begradigt oder berichtigt worden. Eine verletzte Person. Aber dafür gibt es jetzt eine andere Neuigkeit. Und zwar habe ich das Martinshorn von einigen Fahrzeugen angepasst. Hab mal gerade schon einmal gehört. Schon unterwegs. Alles klar. Da sperren wir mal die Spur hier vorne. Ihr stellt euch hier hin. Du gehst erstmal hier. RTW bleibt auch erstmal hier hinten. Dann Drehleiter, die geht auch mal nach vorne. Das war's soweit erstmal von der Seite. Haben wir noch eine Streife irgendwo? 10. Dann können wir hier die Gegenseite mal sperren. Ihr macht dann schon mal PA ausrüsten, bitte. Oh. Das ist jetzt auch, Romeo. Ja, eher suboptimal. Da ist nämlich kein PA drauf. Schon unterwegs. Fahrzeug 4. Okay, vorrücken. 4 Verletzte gerade. Fahrzeug 9. Fahrzeug 4. Na, leider kann man die nicht schneller nach vorne ziehen. Was gibt's? Dann geht ihr schon mal hier in Bereitstellung, bitte. Romeo. Was gibt's? Dann könnten wir hier einmal schon mal mit Pylonen ausrüsten. In der Zeit, wo die dann da kommen. Fahrzeug 4. Höre. Hier gehen schon mal 2 für Menschenrettung rein. Die 2 von der Drehleiter auch. Ja, bin unterwegs. Du baust schon mal hier Wasserversorgung auf. Wird ausgeführt. Kein Problem. Auf dem Weg. Höre, ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Auf dem Weg. Ja, wird umgehend durchgeführt. Sind jetzt hier alle befreit? Da hinten liegt noch einer. Oh je. Schon unterwegs. Höre. Ja, feuert man auch nicht alle Tage. Nee, das ist dann Wache 1. Muss ich dann nochmal. Ja. Fahrzeug 38 hört. Dann nochmal hier bitte. Was gibt's? 10. Dann stellst du dich auch mal dahin. Was gibt's? Ja, weißt du was, dann machen wir gleich Vollsperrung. Ich meine. 10. Warum der Geiz? Wir haben den Platz. Alles klar. Andererseits gesagt, haben wir den Platz nicht und deswegen nehmen wir uns den. Alles klar. Ja, auf dem Weg, okay? Ja, höre, schon unterwegs, jawohl. Los geht's. Das wird er mir gleich wieder sagen, natürlich. Auf dem Weg. Ja? Kann ihn nicht stabilisieren, aber das kennen wir mittlerweile. Fahrzeug 47. Dann weitere Einsatzmittel treffen am Einsatzort ein. Nach Alarmierung 2 RTWs zur Einsatzstelle. Ein Notarzt, der wundersamerweise hier steht. Schon
aber ich hatte den vorhin schon mal in Benutzung, deswegen. Was gibt's? Auf dem Weg. Ist das alles kein Problem? Du kannst schon mal den absetzen. Ihr drei geht direkt an. Bin unterwegs. Den Verteiler. Schon unterwegs. Auf dem Weg. Leider ist hier so ein kleiner Bug drin, dass man den nochmal neu setzen muss. Ja, bin unterwegs. Da haben wir den Fail schon wieder. Woran das liegt, kann ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Was hin und wieder ist das so. Wird gemacht. Wird ausgeführt. Einer macht Innenangriff. Bin unterwegs. Kein Problem, ja? Ja, am besten der zweite auch. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Was gibt's? Wasserversorgung. Wo ist der nächste Hydrant? Geil, hier alles haben wir klar. Keinen. Nee, doch. Da vorne. Verstanden. Muss man auch erstmal sehen. Fahrzeug 47 hört. Ja? Dann mal ran an Speck. Höre, schon unterwegs. Dann noch einen. Und wir haben sogar noch einen im Gebäude, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, leider. Was gibt's schon unterwegs? Wassermarsch auf der Pumpe. Fahrzeug 23. Neff am Einsatz dort eingetroffen. Ja. Wir haben ja extra hier die Straßen gesperrt. Fahrzeug 31. Dann können Fahrzeug wir hier direkt 32. Alles zufahren. Jetzt haben wir hier drei RTWs an der Einsatzstelle. Holen wir nochmal zwei, 29. Nur einen dann noch für Reserve. Polizei ist soweit auch an beiden Orten vor Ort. Das ist auch gut. Wird umgehend durchgeführt. Schon unterwegs. Egal. Fahrzeug 23. Wieso wird nicht gelöscht? Schon unterwegs. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Ah, STRG-Taste gedrückt halten. Altbekannter Fehler. Zweite Wasserversorgung wird aufgebaut, ja, die Tür nicht beachten, die ist noch ein bisschen buggy. Höre. Zweite Wasserversorgung wird aufgebaut. Wird gemacht. Ja? Verstanden. Schon unterwegs. Was gibt's? Kein Problem. Fahrzeug 29. Den stellen wir auch mal hier hin. So, Neff ist bereits da. Los geht's. Dann kannst du den erstmal mitnehmen, ja, sonst haben wir ein Problem nachher. Was gibt's? Verstanden. Bin unterwegs. Jetzt geh da rein und hol den da raus. Sonst haben wir hier gleich eine Leiche. Wenn nicht sogar vermute ich, dass es gleich eine Leiche sein wird. Ja? Wenn wir nicht sofort eingreifen. Und natürlich hoffen wir auch, dass das Game das mitmacht und nicht abstürzt. Höre. Aber das sieht heute gut aus. Schon wieder der Bug. Wie gesagt, teilweise kannst du jetzt auch nochmal laufen. Danke. Erstmal da absetzen. Höre. Ist in Arbeit. Oh, Glück gehabt. Lebt noch, ja, aber schlecht. Gemacht. Aber lebt noch. Was gibt's? Geht mal rein in die Hütte, sonst wird das nix. Wird ausgeführt. Ja. Was ist denn da los? Schon wieder im Verteiler hängt er. Höre. Kein Problem. So, dann brauche ich nur noch einen Schlauch. Ach lol, da steht sogar noch einer. Ja. Hab ich gar nicht gesehen. Sofort. Was gibt's? Bin unterwegs. Hier geht direkt weiter. Wird gemacht. Was gibt's? Du machst Pumpe. Du gehörst noch zu dem Fahrzeug. Noch zu dem. 5C-Rohre Marsch. Eigentlich 6, aber egal. Ja.
So, wie sieht's denn aus bei dem Patienten? 4 RTWs, 2-4 RTWs vor Ort, genau. Brände gelöscht. Wo haben wir denn den nervigen BMA? Hier vorne. Das darf dann der Einsatzleiter übernehmen. Ja, sieht auch schon wieder ganz cool aus. Natürlich nicht vergessen, immer Screenshots, damit wir nachher auch noch ein bisschen was Cooles uns anschauen können. Eigentlich habe ich mir sogar vorgenommen, die nächste Folge von Feuer und Flamme in Emergency 4, muss man dazu sagen, genau so einen Brandeinsatz mit BMA am Postgelände zu haben. Ja, schon unterwegs. Oder zu bauen, aber ja, wie man sieht, ist da ein bisschen was dazwischen gekommen. Du bringst ihn mal bitte nach vorne. Ja, wird gemacht. Du bringst ihn mal zur Seite. Fahrzeug 29. Ja? Fahrzeug 32. Was gibt's? Fahrzeug 31. So. Ja, auf dem Weg. Wird gemacht. Wird umgehend durchgefasst. Wir nehmen schon mal die ersten Patienten auf. Kannst mal wieder ablassen. Du bringst sie mal wieder ein bisschen weiter aufs Gelände. Bestätige. Ja, wird gemacht. Jawohl. Wird ausgeführt. Was gibt's? Dann muss die ganze Wasserversorgung wieder abgebaut werden. Was gibt's? Wird ausgeführt. Höre. Fahrzeug 29. Ah, shit. Schon wieder den vergessen. Fahrzeug 32. Fahrzeug 31. Ansteigen im Haus. So. Was gibt's? Der muss noch aufgenommen werden. Fahrzeug 49. Hört. Fahrzeug 38. Hört. Höre. Jawohl. Bin unterwegs. Fahrzeug 38. Hört. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel NEV-Begleitung wir brauchen. Fahrzeug 31. Oh. Altes Knöpfchen. Fahrzeug 32. Nimm erstmal den hier. Der braucht schon mal eine. Fahrzeug 29. Ja, sieht gut aus für den hier erstmal, zumindest. Nope, er sieht doch nicht so gut aus. Bestimmen wir mal ein paar Notärzte. Das 5er NEV ist auf jeden Fall schon fertig. Der LNA ist noch nicht fertig, aber den hole ich trotzdem mal. Ja. Du sollst ihn immer noch abbauen, den Schlauch, aber nun ja. Wie das so ist, dauert das alles. Intensiv. Fahrzeug 32. Also brauchen wir bis dato 31. 3 Notärzte an der Einsatzstelle. Ich habe, glaube ich, 2 gerade geholt. Oder 3. Ja, schon unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Die immer besser haben als brauchen. Höre, du kannst unterwegs. Auch schon mal einsteigen. Fahrzeug 29. Fahrzeug 23. Joa. 2 Patienten auf dem Weg. Soweit sieht es auch ganz gut aus. Fahrzeug 47. Ihr könnt schon mal Status 2 gehen. Fahrzeug 4. Du Fahrzeug bist. Fahrzeug 29. Lol. Hä? Fahrzeug 31. Alles klar, weggebackt. Fahrzeug es war 4. Auf jeden Fall gut, dass ich zuerst hier abgesperrt habe und dann direkt Tor aufgemacht. Ach, jetzt brauchen wir nochmal die die Leute hier. Und zwar für den Abschlepper. Höre. Auf dem Weg. Wieso steht der Notarzt da eigentlich? Höre. Ist doch eigentlich eingestiegen, wenn ich mich nicht komplett 23. Irre. Aha, jetzt läuft er da ein, super. Fahrzeug der ist Status 1, dann könnt ihr auch mal Status
Fahrzeug 20. 2 nehmen. Und war Neff am Einsatzort eingetroffen. Finde ich auch ein schönes Modell. Ja, auf dem Weg. Ach, genau. Ja, wie gesagt, es sind noch nicht alle Fahrzeuge umgebaut. Vom Rettungsdienst sogar eher noch weniger. Genau ja. Genommen eigentlich nur die, die auf der Karte sind. Und natürlich hier der 5er Neff, aber das kommt alles mit der Zeit. Die beiden ELW, ELW A und B Dienst können nach Hause. Auch wenn sie bei mir nicht A oder B unterscheiden, ist es trotzdem wurscht. Du kannst schon mal die Pylonen wieder einsammeln. Martinshorn an, bitte. Hatten wir die Pylonen nur hier vorne? In der Tat, und hätten so noch einen Ersatz-RTW. Schon unterwegs. Hatte ich doch 5 und nicht 4. Naja, egal. Haben wir hier noch Verletzte irgendwo? Negativ, dann kannst du schon mal Start 2. Dann können wir die. Also diese Fahrbahn können wir dann wieder freigeben. Du kannst nach dahin. Dann brauchen wir hier nochmal einen okay. Wir brauchen doch keinen Abschlepper. Sah so aus, aber dann brauchen wir doch nicht. Besser für uns. Ja, dann kann, kannst du nach Hause, du kannst auf Streife, du kannst meinetwegen auch eine Streifenfahrt machen. Ja, und dann haben wir den ersten Einsatz soweit abgearbeitet. Ging auch wieder deutlich. Ja. Schneller würde ich nicht sagen, haben wir fast 17 Minuten dafür gebraucht. Oder eigentlich, ja, 18, knapp. Deswegen war auf jeden Fall schon ganz gut für eine Folge. Dachte eigentlich, hätten wir schneller unter Kontrolle, aber wie es nun mal so ist. In Wirklichkeit ist so ein Brand auch nicht in 5 Minuten gelöscht. Oh. Im Gegenverkehr. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, was ich hier als Ersatz für ein LRF einbauen soll. Vielleicht wird es irgendein spezieller Gerätewagen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ansonsten würde ich auch für einen GW-Atemschutz tendieren, damit man unten den Abrollbehälter-Atemschutz irgendwie los wird, weil der ist, wenn man zum Beispiel einen Einsatz hat, brennt Chemie-Komplex oder hier irgendwo. Ja, Demo, genau. Dann ist es auf jeden Fall eigentlich nicht möglich. So schnell. Irgendwas da an Feuerwehrleuten mit PA auszurüsten, das geht gar nicht. Ah, Streifenfahrt, die habe ich hier noch nicht korrigiert. Interessant. Merke ich mir auch. Bepo holen wir schon mal direkt, weil die dauern. Eine für die Bepo. Tipptopp. Juliet. Alles ausrücken. Es ist eine unangekündigte Großdemonstration. 1. Der Balken ist immer noch nicht geändert, aber. 5. Was soll's? Das kommt. Und hier noch Streife. Du fährst in die falsche Richtung. Romeo. Von wem ist das denn? Ah! Sperren wir schon mal hier ab die Straße. Wird umgehend durchgeführt. Du sperrst die schon mal hier, dann haben wir wirklich ganz weiträumig. Wir brauchen den Platz. Da kommen schon die ersten Kollegen. Auf dem Weg. 10. So. RTW-Bereitstellung bräuchten wir auf jeden Fall auch. Man gewöhnt immer die 2 von oben zu nehmen, die am weitesten entfernt sind. Ich kenne die Strategie, dass man eigentlich nur den Chef praktisch mit dem Plakat. Lol, habt ihr das gesehen?
Der hatte doch gerade so ein... Irgendwie so ein, Juliet. Weiße Flecken an der Seite. Auf dem Weg. Ja. Was gibt's schon unterwegs? Ihr sperrt das Gebiet ab. Auf dem Weg. Damit da auch keiner mehr vorbeikommt. Laufen hier noch irgendwo welche rum? Schon unterwegs. Was gibt's? Auf dem Weg. So, ansonsten hier, du fährst noch weg. Dann wird das hier nochmal schnell entfernt. Nein, du sollst mich befragen, du sollst den. So, da kommst du weg. Dann haben wir hier noch ein, zwei. Romeo, Romeo. Fahrzeug 34, Fahrzeug 34. RTW-Bereitstellung ist eigentlich sehr wichtig. Ja? Eigentlich könnte man schon fast einen Manf auslösen, aber schon unterwegs. Damit wartet man meist. Papa. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Vergiss das, was ich gerade gesagt habe. Fahrzeug 1. Es war eine unangekündigte Großdemo. Fahrzeug 38. Die werden wir dann auch wie eine behandeln. Feuer. Wer geht... Ach, scheiße. Nein! Spieler ist abgestürzt. Das war dann mal wieder zu viel. Schade drum. Hätte gerne weitergemacht. Aber glücklicherweise haben wir schon unsere Folgenlänge erreicht. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet, auf der Wache 2 einen GW-Atemschutz einzubauen. Natürlich auch im Gelsenkirchener Design. Erklärt sich von selbst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.